Hallo und herzlich willkommen zurück bei 777. Mein Name ist René und es geht weiter mit Heroes of the Storm. Neue Gesetzeshüter-Skins sind jetzt gerade im Nexus. Neuer Held ist noch nicht drin, sondern nur angekündigt. Phoenix und zwar. Nämlich. Und ja, jetzt sieht man hier Gesetzeshüter Morales. Jetzt weiß man mal, wie er so aussieht. Kleine Spanierin, Mexikanerin. Johanna Greymane. Ist ganz cool. Aber sonst geht es heute um Maeve. Neue Heldin, noch nicht gespielt. Assassin im Nahkampf spielt jetzt gerade schwer. Das ist ein sehr wichtiger Held geworden, also schwer macht schon Sinn. Eine mobile Assassinin, die effektiv gegen zusammenstehende Helden vorgehen und sie an der Flucht hindern kann. Schauen wir mal, was er so hat. Nee, der Unterschied. Bisschen güldener. Heldenwächterin sieht ganz schön kacke. Ja, wobei. Die letzten Reihen sehen ganz cool aus. Reittier. Ist der eigentliche Tab neu? Ich muss auf so eine Art Katze reiten. Ich passt hier. Macht der Elfenbanner. Gut. Nein, hier. Sexy Greymane. Passt alles irgendwie nicht. Nee. Hab nichts nach Elfisches. Irgendwas werden wir doch wohl haben. Kriegt halt den Totenlob wie jeder. Ansage aus Warcraft. Aufgepasst, das wird ein kolossaler Kampf! Was nun, Moradin? Wo ist Illidan? Übrigens die Stimme von Medusa aus Soul Eater. Eine sehr prägnante Stimme. Nicht unbedingt die beste, aber eine interessante Stimme. Ich verachte euch! Jetzt wird gerichtet. Dieses Mal gibt es kein Gefängnis für euch. Verflucht sei dieser ungestüme Dämonenjäger. Okay. So, kommen wir mal zu ihren Fähigkeiten. Sie ist ja quasi so eine Art Schurkin. Durchfächer, passenderweise 30 Mana Abklingzeit von 4 Sekunden. Für Gegner in einem Halbkreis 162 Schaden zu verringern. Die Abklingzeit von Durchfächer auf 0,5 Sekunden erstattet die Mana-Kosten bei mindestens 2 gegnerischen Eingedrungenen. Das ist verdammt wenig. Umbral fesseln. 55 Mana Abklingzeit 12 Sekunden. Der nächste automatische Angriff verursacht Flächenschaden und fesselt getroffene Gegnerschein in 2,5 Sekunden lang an Maeve. Wenn sich ein gefesselter Held zu weit von ihr entfernt, wird er zu ihr zurückgezogen und erleidet 110 Schaden. Dabei wird die Fessel aber zerstört. Der Rachegeist, quasi ihr Blink von früher, 50 Mana Abklingzeit von 10 Sekunden. Er schafft ein Abbild von Maeve, das sich in die Zielrichtung bewegt und zu seinem Ursprungsort zurückkehrt. Für getroffenen Gegner dabei 100 Schaden zu enthalten, 100% nochmal obendrauf. Erneut aktivieren, um sich die Position des Abbilds zu der Position des Abbilds zu teleportieren. Warum nicht? Reflexe der Wächterin, Abklingzeit von 9 Sekunden. Aktive Eigenschaft, springt in die Luft und wird 0,75 Sekunden lang immun gegen schädliche Effekte. Ist ganz schön stark. So, dann hat sie noch das tragbare Gefängnis, quasi Illidan, 60 Mana Abklingzeit von 65 Sekunden, das ist nicht viel. Wirft eine Glaive in die Zielrichtung, wenn ein gegnerischer Held getroffen wird, kann die Fähigkeit manuell erneut aktiviert werden, um für das Ziel 4 Sekunden lang die Zeit zu stoppen und ihm die Sicht zu nehmen. 6 Sekunden nachdem der Held getroffen wurde, wird er automatisch eingesperrt. Okay. Und der Kerker der Wächterin, ich glaube, das nehmen auch mal alle. 80 Mana Abklingzeit von 80 Sekunden. Umgibt Maeve mit einem Kerker aus 8 Wächterinnen-Avataren, die nach 1,5 Sekunden aktiviert werden und 7 Sekunden lang bestehen bleiben. Wenn ein gegnerischer Held einen Avatar berührt, wird der Held in die Mitte des Kerkers geschossen und der berührte Avatar zerstört. Okay. So, ihre Talente. Fesseln der Gerechtigkeit. Quest Fessel Sekundärziel mit Umbralfesseln und den Zugschaden der Umbralfesseln dauert um jeweils 15 zu erhöhen. Sobald 5 Sekundärziele gefesselt wurden, wird der Zugschaden um 75 erhöht. Sobald 10 Sekundärziele gefesselt wurden, wird der Flächenschaden von Umbralfesseln um 30%. Bis auf das letzte finde ich das gar nicht so doll. Rachefeldzug verringert die Abklingzeit des Rachegeist pro gefesselt ein um 1,5 Sekunden. Ganz nützlich. Und Naishas Andenken.
aktivieren, damit automatisch Angriffe bis zu zweimal zwischen nahen Gegnern überspringen, hält 8 Sekunden lang an. Sei die absolute AOE-Herrin. Trifft mindestens zwei mit einem einzigen Dolchfächer, um Naishas Anliegen wieder aufzuholen. Okay, das ist gefolgt. Scheiße, KI spielt. Ne, das wollte ich nicht. Mal nochmal raus. So. Das wollte man nicht. Sorry. Voice Chat ist jetzt übrigens auch im Spiel. Wie schon gesagt, Phoenix wurde angekündigt. Richter aus StarCraft 2, Protoss Richter, in StarCraft 1 legendär gewesen als. Wie hießen die nochmal? Dragoner? Ich glaub schon. Ich werde sie alle zur Strecke bringen. Interessante Krallen. Und schon mal die nächsten Talente an. Festnageln. Quest trifft drei Gegenstände mit einem einzigen Dolchfächer. Sollte nicht so schwierig sein. Ja, okay. King Stitches. Böser Kyrie. Warum auch nicht? So. Praxis. Das ist ja mit der AOE schon mal gar nicht so schlecht. Schön hier die StarCraft Rainer Mucke. Also ist zumindest an Rainer angelegt. Angelehnt. Dresser. Ich habe noch mal eine Schneekugel. Sergeant Hammer durch und durch. Tankspieler durch und durch. Ah, der ist nicht in der richtigen Rolle. Rainer-Spieler durch und durch. Passt nicht. Passt so ein bisschen. Bogenschützenspieler. Ja, Maeve hat auf jeden Fall noch coole Talente. Dazu kommen wir ja noch. Bei der Quest zum Beispiel, also drei Gegenstände mit einem einzelnen Dolchfächer treffen. Ich wird ein kolossaler Kampf. Warum ist meine Maus jetzt so schnell? Was ist das so? Irgendwie habe ich das Gefühl, ist viel zu schnell. Hier gibt es dann Festnageln. Verträge in den Schaden mit einem einzigen Dolchfächer. Belohnung erhöht den Schaden von Dolchfächern um 15%. Belohnung erhöht den Schaden jedes Mal um weitere 5%, wenn Dolchfächer 3 Gegnerschäden trifft. Gleichzeitig trifft bis zu maximal 30%. Belohnung trifft 4 Gegnerschäden mit einem einzigen Dolchfächer, um sofort alle Belohnungen freizuschalten. Okay. Könnte man probieren, ne? Klingt ganz viel nahen Gegnern 56 Schaden, 56 Schaden zu. Macht man das? Mit Q. Achso. Blitzrache, die zur Importation keinen Flächenschaden verursachen. So. Ich bin euer Hexer. Flip. Läuft, Team. Das ist echt smooth, diese Teleportation. Maeve ohne Rüstung erkennt man übrigens überhaupt nicht wieder. Sieht aus wie eine ganz normale Jungsche Nachtelfe. Scheiße.
Oh, das geht in der flüssigen Bewegung. Ganz schön krass. Was macht denn mein Team noch? Dafür zergen sie nur. Die zergen und dann die Zerg. Lösung Elunstorn, wenn Durchbrecher mindestens zwei Helden gleichzeitig tritt, dass der nächste Durchbrecher Stern auf die Linie gehen, die zusätzlich 94 Schaden verursachen. Gab's doch mal, hatten das nicht sogar die Nachtelfenpriesterin in WoW ganz früher im Classic? So fest in der Verderbnis, verringert die physische Panzerung herangezogene Helden 3 Sekunden lang um 25%. Ja, und Blutrachegeist besiegt. Erhöht den Schaden, das Rachegeist basiert auf dem getroffenen Ziel pro Söldner. Pro Söldner, Gegenstein, Diener und Gegenstein herbeigerufen und einer hat um 3% pro Gegner schon einen und 24%. Ich verurteile euch zum Tod! Maiev erstmal klarkommen, ey. Maiev, wie der meistens noch genannt wird. Total bescheuert klingt. Schade. Ich kehre zum Stützpunkt zurück. Die Mucke klingt gerade wie in so einem Fabriklevel, was ja hierzu passt, von Donkey Kong Country 3 oder 2. Zählen die Ulti, das tragbare Gefängnis oder der Kacke der Wächter. Ich glaube, ich nehme die Wächterin. Komm, ich verschwende jetzt mal. Okay, es geht nicht. Langsam komme ich rein. Geht nicht. Ich muss mich vorerst zurückziehen. Pro Block. Thank you.
Packen wir mal einfach mal den Kerker. Ich fühle manchmal immer noch diesen Rausch. Ich bin euer Henker. Meine Rache kann nicht warten. Ich bin aus tiefstem Herzen. Ohne sie wäre ich jetzt bestimmt Zerkfutter. Nanoboost indiziert. Ich bin froh, euch an meiner Seite. Läuft. Lass die Jagd beginnen. Ihr spürt meinen Zorn herauf. Aha, Blutrausch. Ich bin euch zu Dank verpflichtet, Heiler. Das war Nanoboost injiziert. Söldnerlager einnehmen. Ich werde einfach hinkriegen, mal gucken. Ich glaube, die Signale werden reaktiviert. Digga, muss das schon mehr. Zwei Tanks auf einer Lane. Gibt auch schlauer. Klingrüstung dürfte sehr gut werden. Also, viele Ketten. Die wird Panzerung, wenn wir gleichzeitig getötet werden. Und Schattenrüstung wird nach der Teleportation Panzerung. Und automatische Angriffsetzung mit Ausdruck. Gut gekämpft, Freunde. Bleibt standhaft.
Irgendwie sind zu sehr rumgezappelt. So, schnell noch die anderen Teile. Jetzt ein Eisangriff. Schaden gegen befestigte Ziele mit den Zuschauern. Welcher Deutsche? Der nächste Deutschrecher nach dem Einsatz des Rachegeist gegen Geschein für die vom Rachegeist getroffenen Herrn Bonuschein in Höhe von 1,5% ihrer maximalen Lebenspunkte zu. Ja, okay. Wurde zum Zweck zum verursachten physischen Schaden mit 20% wird mehr für Panzer eingesetzt. Aber wer vorher auch Panzer geskillt haben, macht ja auch gut das Sinn. Okay. Oh, haben wir halt einen guten Job gemacht. So, gucken wir uns das. Hast du damit 20 Talent an, was das so Schönes kann? Schattenkugelrache. Aktivierung mit der Abklingzeit des Rachegeists abzuschließen. Füge Gegner schnell 5-mal mit dem Rachegeist Schaden zu, um die Schattenkugel wieder aufzuladen. Oh, ist nicht schlecht. Schattenkugeljägerin. Aktivierung die Bewegung zur Angriffsgeschwindigkeit 5 Sekunden lang mit 40% zu werden. Füge Gegner schnell 10-mal für so einen Schaden zu, um die Schattenkugel wieder aufzuladen. Das ist krass OP. Und Schattenkugel Schandschlag. Aktivieren, um einen Gegner schnell 75 Schaden zuzufügen, ihn um 30% zu verlangen und seine Panzerung um 20 zu verringern. Hält 4 Sekunden lang an. 10-mal Schaden, um wieder aufzuladen. Das ist alles ganz geil, muss ich immer sagen. Würde ich alles sehr positiv sehen. Brüllrüstung. Judy, das war's mit Maeve für heute. Super cooler Held. Stört mich eigentlich, dass ich die jetzt nur noch so kurzfristig mal anzocken konnte, weil ich sonst keine Zeit habe. Und gerade Internetprobleme, also mit den Folgen, seht ihr ja, kommt gerade nicht so cool. Liegt aber wirklich an Internetproblemen. Ja. Das war's dann für heute mit Heroes of the Storm. Nächste Folge schauen wir uns auch das Heldenchaos an. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Reinschauen. Haut rein. Ciao, ciao.